Das ist eine Geschichte, die mich am Anfang wie einen Schock erwischt hat und vielleicht am Anfang sogar ein bisschen gelähmt hat, so dass ich eher Fluchttendenzen entwickelt habe. Auch ein bisschen Flucht vor dieser deutschen Identität. Und irgendwann habe ich gemerkt, Identität ist ja nicht etwas, was man wechseln kann wie ein Hemd. Man muss sich mit der Identität, die man hat, auseinandersetzen und ein Verhältnis dazu entwickeln. Und so ging es eigentlich los. Und dann merkte ich aber, in dieser Identität oder in dieser ganzen Geschichte sind Lücken. Und ich fing an, anderen Menschen davon zu erzählen und merkte, ich bin nicht der Einzige, bei dem es Lücken gibt. Lücken natürlich speziell auch in meiner Generation über diese Zeit des Dritten Reiches. Aber ich habe gemerkt, es gibt es eigentlich in jeder Familie und in jeder Biografie, diese blinden Flecken. Und dann fing ich an, so erstmal Geschichten zu erzählen. Vielleicht war das unbewusst so eine Art von Versuchsballon. Und merkte, je öfter ich erzählte, und dann erzählte ich das auch teilweise variierend, je nach Person, fing also eigentlich unbewusst wahrscheinlich schon mal an zu schreiben, dass die Leute plötzlich auch ganz viele Geschichten erzählten aus ihren Familien. Und dann dachte ich, gut, dann ist das nicht nur eine Sache, die mich betrifft, die ich ja gerne machen kann für mich, aber die für andere uninteressant ist, sondern dann hat es für andere auch ein Interesse und fing an, diese Geschichte einerseits mit den Teilen, die ich kannte, andererseits mit denen, die ich dazu erfunden habe, zu komplettieren, zu verbinden. Also das erste war natürlich tatsächlich das Erlebnis unterm Apfelbaum. Deswegen trägt der Roman auch diesen Titel, als ich erfuhr von meinen jüdischen Wurzeln. Und dann kamen immer mehr Versatzstücke. Dann erfuhr ich von der Geschichte meiner Großeltern, davon, dass meine Mutter am Monte Verità geboren wurde, was so eine der ersten großen Aussteigerkolonien, würde man heute vielleicht sagen. Damals war es wirklich der Versuch, eine Gegenwelt gegen diese kapitalistische, industrialisierte Welt zu entwerfen, zurück zur Natur zu finden, frei zu werden. Das waren teilweise ganz verrückte Leute, Anarchisten, Erich Mühsam, Otto Groß, Hermann Hesse, all diese Leute, Else Lasker Schüler sind dort gewesen und sind eben eng auch in Verbindung gewesen mit meinem Großvater. Meine Mutter hat die auch alle kennengelernt. Dann diese ganz andere Welt meines Vaters, der aus dem absoluten Proletariat kam. Die eine war also die jüdisch-intellektuell, bohemien, anarchistisch geprägte Welt. Die andere Welt war Armut, dritter Kreuzberger Hinterhof, völlige Gegensätze. Und da habe ich immer ein großes Potenzial auch an Geschichte und Geschichten gespürt. Also mit Botschaften tue ich mich immer ein bisschen schwer. Es gibt eine wunderbare Antwort von Roman Polanski auf eine ähnliche Frage, wo er gesagt hat, wenn ich Botschaften weitergeben wollte, würde ich Briefe schreiben. Dafür braucht man weder Filme zu machen noch einen Roman. Ich will ja niemanden zu irgendetwas überreden oder erziehen. Ich will eigentlich erzählen. Und im Erzählen eventuell Menschen mitnehmen. Ein Buch ist ja immer ein Angebot. Ein Buch ist ja nicht so sehr für mich die Begegnung mit einem Autor in erster Linie. Ein Buch ist die Begegnung mit sich selbst. Ich bekomme die Möglichkeit, in mir selbst zu lesen. Deswegen lesen ja auch nicht zwei Menschen das gleiche Buch gleich. Das Schweigen ist etwas, was, glaube ich, nicht nur für diese Zeit typisch ist, sondern das geht durch alle Generationen und alle Zeiten hindurch. Wir tun uns schwer und man ist immer wieder verblüfft zu sehen, wie schwer wir uns tun, uns zu öffnen und wundern uns dann, dass die anderen sich auch nicht öffnen. Gleichzeitig ist das alles sehr angstbesetzt, vielleicht weil die Menschen einfach vor diesen fremden Anteilen, die jeder in sich trägt, eine gewisse Angst haben. Und ich glaube zum Beispiel in der heutigen Zeit, genau wie auch damals in der Zeit der 30er Jahre,
ist die Angst vor dem Fremden und die Abwehr gegen alles Fremde vielleicht ein Stück weit auch die Abwehr gegen das eigene Fremde. Damit ich nicht mich genau angucken kann, wehre ich auch alles andere ab, was ich nicht kenne. Dann lebt man halt, fürchte ich, ein sehr begrenztes Leben und ist viel begrenzter, als man es sein müsste. Ich meine, wir haben alle Grenzen, ja, aber die müssen wir nicht noch enger ziehen, als sie schon sind. Die erste große Überraschung oder vielleicht sogar auch der erste große Schreck war, als ich gemerkt habe, ich kannte die Menschen, aber das waren noch keine Figuren. Ich musste überhaupt erst mal einen Weg finden, dass sie zu Figuren wurden. Ich musste also, normalerweise hat man eine Figur oder entwickelt eine Figur und muss schauen, dass sie menschlich wird. Und ich musste schauen, dass aus den Menschen Figuren werden und dann wieder zurück. Also es war ein bisschen wie der doppelte Weg. Dadurch habe ich eigentlich auch viel über den Vorgang des Schreibens gelernt. Ich glaube in Wahrheit, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, nichts davon ist neu. Alles davon gibt es schon lange, hat es die ganze Zeit auch gegeben. Ist wahrscheinlich nur unter anderem durch den Holocaust speziell bei uns tabu gewesen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Unterdrückung eines Problems führt nicht zur Lösung und zur Auseinandersetzung. Und wir merken, dass jetzt langsam das wieder einkehrende Sprache findet. Und das ist das Gefährlichste. Man unterschätzt Sprache allzu oft. Sprache ist unser mächtigstes Instrument. Das heißt, mit Sprache schaffen wir Identität, mit Sprache schaffen wir Wirklichkeit und konstruieren Wirklichkeit. Wenn also etwas sprachlich zugelassen wird, und das geschieht im Moment, dann ist der Schritt zum Akt, der Schritt zur Handlung nicht mehr so groß und auch nicht mehr so schwierig. Es gibt, ich glaube, es kommt aus dem Talmud, da sagt man, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden dein Charakter. Und das muss man sich überlegen, ob man den Charakter haben will. Erinnern ist überhaupt das Wichtigste. Das heißt, Erinnerung ist etwas Lebenswichtiges. Wenn man in diesen Berufen ist, ob man spielt, ob man schreibt, ist man ja ein permanenter Selbstausbeuter und auch Ausbeuter der anderen. Das heißt, ich gehe überall durch die Gegend und ich sehe etwas und das ruft entweder Assoziationen hervor in mir oder ich denke, ah, schau mal, so verhält er sich in der und der Situation oder so verhältst du dich gerade. Es ist eine permanente Beobachtung und dazu gehört auch immer wieder die Erinnerung und das Spiel damit. Danke, herzlichen Dank fürs Gespräch.